Es gibt unendlich viele Wege, wie man etwas essen kann, oder? Eigentlich gibt es viel klügere und einfachere Wege und es ist ziemlich wahrscheinlich, dass du es falsch machst. In diesem Video wirst du erfahren, welche Nahrungsmittel du bestimmt auf eine falsche Art und Weise isst, genauso wie den richtigen Weg, es zu tun. Hier zeigen wir dir, wie du Toblerone, hartgekochte Eier oder auch Schinken richtig isst. Toblerone. Falls du noch nie den vorzüglichen Geschmack und zart schmelzende Konsistenz der Toblerone erfahren durftest, probier es, sobald du kannst. Aber mach nicht den Fehler, den jeder andere macht. Die meisten Menschen brechen ein Dreieck mit der bloßen Hand weg oder beißen rein, als ob es ein Würstchen wäre. Beides ist grauenvoll und lässt dich mit Schokolade auf den Fingern, verpatztem Gesicht oder sogar mit einem abgebrochenen Fingernagel zurück. Also hör bitte sofort damit auf. Es gibt einen besseren Weg. Dreh die massive Schokoladenverpackung so, dass die Tafel seitlich positioniert ist und der Zacken des Dreiecks auf dich zeigt. Leg deinen Daumen auf die Spitze des Dreiecks, drücke es runter und voilà! Ein perfekt abgebrochenes Dreieck der Toblerone-Schokolade. Es kann gar nicht einfacher sein als das, Leute. Oreos. Ah, Oreos. Nichts passt besser zu einem Pack Oreos als ein Glas eiskalter Milch. Ehrlich, ich glaube, es ist eine Sünde, Oreos nicht in ein Glas Milch zu tunken. Es kreiert den perfekten Biss von einem milchaufgeweichten Schokokeks und Creme. Aber hier ist der Nachteil. Nasse und manchmal schokoladige Finger. Naja, ich habe eine Lösung für beides. Steckt eine Gabel in die Creme zwischen den beiden Schokoladewaffeln des Oreo-Cookies. Dann tunkt den Keks in die kalte Milch und genießt es. Die Creme ist so fest, dass es nicht möglich für das Oreo ist, von der Gabel zu rutschen. Somit ist es möglich, fast jeden mit Creme gefüllten Keks so zu essen. Kekse sind aber nicht die einzigen Nahrungsmittel, die du falsch isst. Cupcakes. Du beißt wahrscheinlich auch einfach in ein Cupcake rein, als ob es kein Morgen gäbe, oder? Also, anstatt den Cupcake so zu essen, wie man es von dir erwartet, gibt es einen viel einfacheren Weg. Pack den Cupcake aus der Papierform und trenne den Boden des Cupcakes ab und platziere diesen oben drauf. Somit machst du dich nicht schmutzig, hast einen Mund voll mit der perfekten Menge von Creme und Kuchen und vor allem kein Frosting in deinen Nasenlöchern. Der beste Weg, um einen Cupcake auf einem schicken Event zu essen, ohne sich schmutzig zu machen. Hartgekochte Eier. Statistiken zeigen, dass die meisten Leute keine hartgekochten Eier essen, weil sie ihnen zum Schälen viel zu aufwendig scheinen. Eigentlich ist das kompletter Blödsinn, aber ich wette, mehr Menschen werden die Eier essen, wenn sie wissen, wie einfach man sie aus der Schale bekommt. Wenn du jemals eine Schweinerei in deiner Küche gemacht hast, als du eine große Anzahl von hartgekochten Eiern für einen Salat oder Aufstrich schälen musstest, dann kannst du bestätigen, dass Eierschälen ziemlich nervenaufreibend sein kann. Ich meine, wenn du Glück hast, dann hast du große Schalenstückchen, die du einfach wegbekommst. Meistens ist es aber der Fall, dass du kleine Eierschalenstückchen hast, die du schwer und nur mit viel Mühe wegbekommst. Ich habe die Lösung für euch. Wenn du bereit bist, das Ei zu schälen, leg es in ein Glas oder ein Wegglas mit ein wenig Wasser. Entweder dreh das Wegglas zu oder halte das offene Glas mit deiner Hand zu. Schüttle fest das Glas, sodass die Schale anfängt zu brechen. Schüttle es weiter, bis die Schale ganz weggeht oder vom Ei rutscht. Spül das Ei ab und genieße es. Gern geschehen, Eiliebhaber. Spiegeleier. Wenn wir schon über Eier reden, ich kenne auch einen einfachen Weg, ein Ei zu braten. Normalerweise, wenn du ein paar Eier in einer Pfanne aufschlägst, rutscht das Eigelb und Eiweiß dann in der ganzen Pfanne herum. Das wäre ja auch kein Problem, wenn du für dich alleine Eier braten würdest. Aber wenn du Freunde einlädst oder für deine Familie kochst, möchtest du jedem ein schönes, rundes Spiegelei zaubern. Ohne dass du es wieder auseinander trennen musst. Um das zu verhindern, mach einfach einen Ring aus Pfeffer und zerschlage das Ei in dem Kreis. Falls du nicht so der Fan von Pfeffer bist, schneide einen Kreis aus einer Paprika raus und gib das Ei dort hinein. Diese Methode macht es dir einfach, nur eine Pfanne für 4 Spiegeleier zu benutzen. Also, ran an den Herd! Kiwis. Kiwis sind essentiell für einen perfekten Fruchtsalat, aber es ist knifflig, sie zu schälen. Ähnlich wie bei einem hartgekochten Ei, wenn man die Schale mit einem Messer entfernt, kommt mit der Schale viel der leckeren grünen Frucht mit.
Um das zu vermeiden, schneidet die Frucht in zwei Hälften und dann zieh vorsichtig an der Schale, um sie zu entfernen. Jetzt habt ihr nicht nur mehr Frucht, sondern schneidet euch auch nicht in die Finger. Eine weitere Möglichkeit wäre, die Kiwi wie eine Wassermelone auszuschaben. Wer konnte wissen, dass es so viele Möglichkeiten gibt, diesen flauschigen Ball aus Köstlichkeit zu schälen? Im Sommer, wenn es heiß ist, gibt es nichts Besseres als ein Eis am Stiel. Aber wenn es 30 Grad hat, kann das ganz schnell zu einer schmutzigen Angelegenheit werden. Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, um diese klebrige Katastrophe zu vermeiden. Nummer 1, hoffen, dass das Eis nicht schmilzt, was aber eine Sache der Unmöglichkeit ist. Oder Nummer 2, das Eis schneller essen, ehe es zu schmelzen beginnt und somit einen Hirnfrost zu bekommen. Was viele nicht wissen, es gibt eine weitere geheime Option. Nummer 3. Steckt den Stiel des Eises in ein Muffin-Papierförmchen bis hin zum Eis. Das wird euch helfen, das geschmolzene, klebrige Eis aufzufangen und eure Hände sauber zu halten. Jetzt kann euch nichts mehr aufhalten. Eiscreme. Auf der anderen Seite sind wir um Wärme froh, wenn es darum geht, Eis aus einer Verpackung auszukratzen. Kennt ihr den Moment, wenn ihr irrsinnig Lust auf Eis habt, es aus dem Gefrierfach holt und dann aber mindestens 10 Minuten warten müsst, bis man es schnell und ohne große Sauerei aus der Verpackung bekommen kann, weil es viel zu gefroren ist? Aber nicht mit mir. Ich kenne einen Weg, wie man das Eis im Bruchteil von Sekunden servierfertig auf den Teller bekommt. Nächstes Mal, anstatt ewig zu warten, nimm dein Lieblingseis. Ein Eisportionierer und ein wenig heißes Wasser. Leg die Eisverpackung 30 Sekunden in die Schüssel mit heißem Wasser. Das wird das Eis ein wenig schmelzen lassen. Jetzt solltest du das Ei ohne weitere Mühe aus der Verpackung bekommen. Wenn dir das zu viel Aufwand ist, kannst du auch einfach nur den Eisportionierer oder Löffel in das warme Wasser tunken und so das Eis einfach aus der Verpackung bekommen. Hot Dogs. Hast du es nicht auch satt, wenn dein Hotdog-Würstchen außen feurig heiß ist und in der Mitte lauwarm? Das bringt einen oft dazu, ewig vor dem bratenden Würstchen zu stehen und es zu beobachten, damit es die perfekte Serviertemperatur hat. Dabei hat man aber auch noch anderes Essen auf dem Grill, um das man sich kümmern sollte. Ich habe die Lösung, auf die du gewartet hast. Schneidet das Würstchen ein, sodass es zu einer Spirale wird. Somit hat es eine größere Fläche und die Mitte des Würstchens wird schneller warm und das Würstchen kann gleichermaßen angebraten werden. Wende diesen Trick beim nächsten Grillfest an und so kannst du deine Freunde vom verbrannten oder lauwarmen Würstchen retten. Pommes, alias bester Freund von Würstchen, Burger und Schnitzel. Pommes sind super lecker, aber die Ketchup-Sauerei, die dabei rauskommt, ist ärgerlich. Aber ich habe euch den perfekten Weg, um Pommes zu essen. Anstatt dass ihr das Päckchen Ketchup aufreißt und es auf eure Pommes quetscht und somit Ketchup überall habt, ob auf den Fingern, Kleidung oder sonst wo, habe ich eine bessere Idee. Öffne das Päckchen vorsichtig und groß genug, dass ein Pommes reinpasst. Oder schneide es oben mit einer Schere, wenn du eine parat hast, ab. Das kreiert eine Öffnung, in welche du deine Pommes in das süße, leckere Ketchup tunken kannst und so eine Sauerei vermeidest. Gut, oder? Karotten. Wenn du Gemüse isst, wer soll euch schon sagen, dass du es falsch machst? Naja, ich und ein paar weitere Forscher der University of Arkansas. Das meiste Gemüse sollte man roh essen, denn wenn man es kocht, verliert es viel Nährwerte und Vitamine. Aber das gilt nicht für Karotten. Karotten enthalten natürliches Beta-Carotin, welches dein Körper in Vitamin A umwandelt und Vitamin A fördert besseres Sehen, bessere Knochen, Haut und Immunsystem. Somit ist es ein wichtiges und notwendiges Vitamin für deinen Körper. Und laut diesen klugen Forschern der Arkansas University kannst du die Einnahme von Vitamin A verstärken, wenn du die Karotten nicht roh, sondern gekocht verzehrst. Denn gekochte Karotten haben um 30% mehr Beta-Carotin als rohe. Deine Mutter hat also nicht gelogen. Karotten sind wirklich gut für deine Augen. Nur solltest du sie besser kochen, um den vollen Nutzen zu bekommen. Tacos. Es gibt zwar keine falsche Art und Weise, Tacos zu essen, aber es gibt einen besseren Weg. Eines der bekanntesten Gerichte, die eine Sauerei machen, ist wohl der Taco. Aber wer kann schon Fleisch, Käse, Tomaten und Salat gepackt in einer knusprigen Schale widerstehen? Jedoch fallen Tacos gerne auseinander, was wohl an der durchnässten Hülle liegen mag. Aber es gibt einen Weg, das Chaos zu verhindern. Umwickle deinen Taco mit einem großen Salatblatt. Dies verhindert, dass die Hülle überall hinbröselt und behält die Füllung im Taco, so wie es auch sein sollte. Dazu hast du mehr Platz für weitere leckere Zutaten wie Käse oder Fleisch.
Dieser neu erfundene Weg, Tacos zu essen, kann dein Leben verändern. Und rettet den Taco. Speck. Wenn du kein Fleischesser bist, ist es besser, wenn du jetzt wegsiehst. Denn wir haben einen perfekten Weg gefunden, wie man Speck richtig braten und essen kann. Ja, genau. Fleischliebhaber überall auf der Welt haben Schweinefleisch in seiner leckersten Form die ganze Zeit falsch gegessen. Bis jetzt. Entweder magst du deinen Speck auf einem leckeren Spiegelei oder in einem Speck-Salat-Tomaten-Sandwich. Da gibt es ein kleines Problem. Die Speckstreifen rutschen aus dem Sandwich und es ist viel zu schwierig, einen Biss mit dem köstlichen Speck zu bekommen. Aber das hat heute ein Ende. Bevor du damit beginnst, den Speck anzubraten, verflechte die Speckstreifen wie ein Korb. Du kannst dich austoben oder bei der einfachen Gitterform bleiben. Es liegt ganz bei dir. Nachdem du fertig bist, sollte es wie ein kleines Viereck aus Speck aussehen. Oder ein großes Viereck. Ich bin nicht da, um euch zu verurteilen. Dann bratet das Viereck, bis es braun genug für euch ist. Und tada, ihr habt ein perfektes Stück aus Speck, das nicht aus eurem Sandwich rutscht. Ich wette, ihr habt nicht gewusst, wie viele Gerichte ihr in eurem Leben eigentlich die ganze Zeit falsch esst. Hoffentlich habe ich euch jetzt davor bewahrt und ihr könnt euch jetzt auf das Wesentliche konzentrieren. Auf den Geschmack. Kennt ihr noch andere Hacks, um den Genuss von Lebensmitteln zu verbessern? Sagt's mir unten in den Kommentaren.